Hallo liebe YouTuber MOBA-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein anderes Sendungsformat wieder. Keine Angst, das wird kein reiner Podcast. Das ist wirklich mit Bildern, Videos und sonstigen Sequenzen von Arno mir hinterlegt. Aber an dieser Stelle erstmal möchte ich meinen Gast einmal zu Wort bitten und einmal um ein kleines Wort bitten. Ja, kein Problem. Ja, hier ist der Arno mal wieder und... Ja, wir machen einfach mal ein kleines Update vom Gleisplan. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr ziemlich genau vor einem Jahr auch schon gemacht. Genau, und richtig. In dem einen Jahr hat sich so ein bisschen was getan und da wollen wir euch jetzt einfach mal auf den aktuellsten Stand bringen. Aber gar nicht so als Podcast, sondern tatsächlich, wie Sven eben schon sagte, so ein bisschen mit Bewegtbild mit drin und mal wieder dem Gleisplan nebenbei, dass man immer mal wieder eingeblendet bekommt, worüber reden wir gerade. Ja. Genau, richtig. Ja. Das ist so der Plan. Ja, das ist cool. Guck mal, das war jetzt gut von Arne inspiriert eingeworfen hier. Genau, nee, wir wollten einfach ja nochmal drauf eingehen auf den Gleisplan, weil nach der letzten Folge, die wir gemacht hatten vor gutem Jahr, kamen natürlich viele Hinweise mit, mach das mal so, da habe ich noch was gesehen, ich habe noch eine Idee für euch und da ist noch eine Ecke, wo man was verbessern könnte. Ein Hauptargument war halt, dass man natürlich ein Durchfahrtsgleis durch den Intercity-Bahnhof hat natürlich, ne, so. Ja. Das war eine Sache, die uns die ganze Zeit schon beschäftigt hat. Und ich habe jetzt alles zusammengetragen gehabt, kann man so sagen, ne? Das würde ich sagen, genau. Genau, da haben Arne und ich viele Sachen besprochen, was uns wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Also wo man einfach mal, man kann ja halt einfach nicht alles darstellen. Weil dann müssten wir ins Miniaturwunderland gehen. Ja, also da ist einfach der Plats halt auch ein bisschen beschränkt. Genau, richtig. Mal, ne? Also das ist ja schon keine kleine Anlage. Wir wollen ja aber viel zeigen. Und ja, genau. Und es wirkt natürlich, wenn jetzt Arne die Einblendung macht, auch vom Gleisplan und so, wirkt das im ersten Moment sehr viel, Es wirkt wahrscheinlich ein bisschen überladen. Überladen. Auf den ersten Blick. Genau. Also sehr viel Gleis auf sehr wenig Platz. Richtig. Ja, das kann man grundsätzlich so sehen. Genau. Richtig, aber es ist ja auch mal wieder so, dieses Ding ist täuscht natürlich, weil vieles davon ja auch stellenweise nicht sichtbar ist. Genau, so, richtig. Außer vielleicht der Hauptbahnhof, sage ich mal. Da wollen wir es auch. Da wollen wir es auch. Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein Hauptbahnhof. Das bringt ja nichts, wenn da irgendwie so drei Gleise sind. Da wollen wir ja auch ein bisschen Fahrspaß haben und haben dann halt, ne, da gehen wir jetzt, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen oder wiederhole jetzt ein paar Sachen, ne, aber da haben wir ja zum Beispiel dann ne, nicht nur den Fernbahnhof, sondern auch noch so einen kleinen Kopfbahnhof mit eingeplant. Aber da kommen wir gleich zu, weil wir werden das jetzt wieder im Uhrzeigersinn machen. Das heißt, wir arbeiten uns von Dänemark unten links bis ins Gebirge auf der rechten Seite oder mehr so schon in der Mitte, kann man sagen. Genau, arbeiten richtig. Wir uns im Grunde wieder durch, damit wir so eine grobe Roadmap haben und nicht irgendwie andauernd im Gleisplan auf der Anlage hin und her springen, sondern das so ein bisschen strukturiert haben. Ja, genau, richtig. Das ist auch für Arne nachher im Schnitt einfacher. Ja, das stimmt. Wenn er die richtigen Bilder rüberlegen muss. Wenn man soll, ne, genau. Nee, also auf jeden Fall kamen nochmal die Wünsche auf uns. Mensch, könnt ihr den Gleisplan uns zur Verfügung stellen? Und natürlich machen wir das, gar keine Frage. Und auch natürlich kostenlos, weil wie gesagt, ich glaube, vier Leute haben gesagt, dass sie die Anlage zum größten Teil so nachbauen möchten. So, ja, also sich davon inspirieren lassen und möchten. Ja, also tatsächlich auch eine Person von den vier war das jetzt. Also wir nennen jetzt hier keine Namen oder so. Ich weiß, ich habe es nicht abgeklärt, ob wir das dürfen. Deswegen machen wir es anonymisiert. Aber auf jeden Fall, der eine auf jeden Fall möchte den Gleisplan 1:1 so umsetzen. Deswegen musste ich auch wirklich aufpassen, dass alles genau wirklich passt. Die Gleise sitzen und auch eine ordentliche Stückliste rausgeworfen wird. Ja. Und das ist sogar so, dass er jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das waren, ich glaube auf 700 A4 Seiten sich den Gleisplan in 1:1 ausgedruckt und das auf dem Boden auslegt, also nachdem er das Grundgerüst gebaut hat, um das so zu machen. Ne? Ja. Also er wird es natürlich in seinem Kellerraum noch ein bisschen anpassen. Er hat ja auch dadurch einen riesen Vorteil, weil er keine Höhenbegrenzung hat. Er könnte es ja noch cooler machen eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe ihn aber versprochen, dass ich ihn auf jeden Fall unterstütze, wenn er noch Fragen hat, dass wir was umzeichnen oder so, ist alles kein Thema, weil ich das einfach toll finde. Ne? Also die Resonanz dazu ist Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall war ich jetzt noch ein bisschen länger, stärker erkältet, würde ich sagen. Habe noch mal 2-3 Tage mich auskuriert davon und habe dann, wo es mir wieder gut ging, mich rangesetzt und habe gesagt, Mensch, wir haben so viele Nachfragen dazu, zu dem Gleisplan. Ich zeichne den einmal komplett neu, weil mir die Datei abhanden gekommen ist. Also ich hatte einen Speicherkonflikt und da ist die Datei beschädigt worden und ich habe gesagt, gut, macht nichts. Ich zeichne es einmal komplett neu, auch mit dem Schattenbahnhof in den drei Ebenen, so dass man da
alles auf einem Bild jetzt mal erkennen kann. Ja, und ganz zum Schluss kann ich so sagen, war ich sehr erschrocken, weil das Programm auch die Gleislänge auswirft. Und wir sind bei 351 Metern. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist ordentlich. Ja, ja, genau. Doch. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man sagt, ja, es wirkt, wenn man es so sieht, erstmal überladen. Aber mehr als 60% der Gleise sind nachher nicht sichtbar. Und auf dem Gleisplan könnt ihr das sehen als Erklärung. Das sind, wir haben das im Modell Rail Modeller Pro, oder wie das Ding heißt, hier für Apple haben wir das gemacht oder habe ich den Gleisplan hergestellt. Und die Linien, also die Gleise, die so weiße Striche haben, das sind nachher alles versteckte Gleise, die man nicht sieht. Und wir behalten uns natürlich noch vor, eventuell noch mehr zu verstecken oder. Aber ich denke, das kann das jetzt schon ein bisschen besser aufzeigen, dass das halt nicht zu viel ist. Ja. Und dann würde ich sagen, zur Erklärung selber, ich hoffe, ihr habt eigentlich das erste Gleisplan-Video gesehen. Ansonsten könnt ihr das noch machen, weil das lassen wir natürlich online. Also, richtig, genau. Das können wir sonst an dieser Stelle hier nochmal verlinken. Das heißt, also da könnt ihr euch dann nochmal die alte Version angucken. Könnt ihr auch nochmal so ein bisschen vergleichen, was hat sich jetzt geändert. Ja, genau. Zum Beispiel. Und zuvorher. Genau. Ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir unten links an, ne? Ja, genau. fangen wir in denen an. Ja, das ist nämlich Arnes Lieblingsteil. Jawohl. Nee, pass auf, aber wir machen nochmal ganz kurz für unsere neuen Zuschauer eine ganz kurze Zusammenfassung. Also wir planen oder haben eine Anlage geplant bei mir oben im Dachgeschoss. Ich habe selber keinen Spitzboden durch die geringere Dachneigung, habe aber so einen Abstellraum ausgebaut komplett, um das als Mobilzimmer nutzen zu können. Dass ihr einmal wisst, was da Phase ist. Und der Kniestock ist relativ gering, weshalb und die Schräge flach, also die Dachneigung ist flacher. Also ich habe, glaube ich, 30 Grad und nicht 40 wie üblich. Dadurch bin ich in der Höhe eingeschränkt. Ich wollte aber selber auch unter der Anlage durchkriechen können, ohne mir den Rücken aufzuscheuern, weshalb das Grundgerüst eine gewisse Höhe hat. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube 75 cm oder 80. Ich glaube 80, müsste ich jetzt lügen, genau. So, und dadurch hat man natürlich nur eine gewisse Höhe, Aufbauhöhe auf der Anlage selber. Und das war ein bisschen tricky, das so einzuhalten. Aber das Hauptanlagenthema ist halt so eine Mittelgebirgsregion bis hin zur Gebirgsregion. Und weil Arne halt so ein riesen Dänemark-Fan ist und ich eigentlich auch, weil ich da gerne Urlaub mache und alles, haben wir halt einen Anlagenschenkel unten links, wo wir auch gleich anfangen, wo wir so ein bisschen auf dem Meter mal so ein bisschen Dänemark darstellen mit einer kleinen Stadt und so ein bisschen so die Ferienhäuser und so. Es passt einfach natürlich nicht theoretisch dazu, weil auf einmal einen halben Meter daneben, zwei Etagen tiefer, eine Hauptstrecke durchläuft und diese Höhenunterschiede habe ich in Dänemark nicht. Aber trotzdem, wir stellen das so ein bisschen sinnbildlich dar. Und es ist ja unsere Anlage, wir können es ja machen, wie wir möchten. Und daher versuchen wir das. Die muss ja nicht 1000%ig authentisch sein. Nein, also das ist genau. Wir haben uns da eine gewisse kreative Freiheit gelassen, halt Dänemark mit einzubauen, obwohl wir ja eher nachher so Mittel- und Süddeutschland sind. Aber ja ich glaube, das wird man ganz gut hinkriegen, dass das trotzdem ein ganz cooler Übergang ist. Und Genau, machen wir so. Das ist einfach nur nochmal zur Erklärung, weil wenn ihr sagt, wieso Dänemark und ein Gebirge, das passt ja nicht. Aber wir fahren dann von unten links aus dem Flachland bis in den, ich sag mal so schön G-Punkt rein. Ne? Und da haben wir dann, also in den G-Strich quasi in der Raummitte, mit dem höchsten Gebirge quasi. Und da, wo der Hauptbahnhof zu sehen ist, das ist halt das Mittelgebirge, wo dann einfach der Hauptbahnhof eine Ebene ist. Und dann nach hinten zur Anlagenkante hochgeht und dann so schön an den Modellbahnhintergrund und Himmel übergreift. So kann man sagen. So kann man sagen. Das ist der Plan. Richtig. Zur Anlage selber. Die Anlage hat halt drei Ebenen im Schattenbahnhof. Das ist dann Ebene minus 1, minus 2, minus 3. Ebene 0 ist die weiße Markierung. Das sind die Gleise, die dann von der Abseite, in dem der Schattenbahnhof sich befindet, damit man unter der Anlage überall arbeiten kann immer und mehr Platz hat zum Verdrahten und so. Dann die weißen Gleise sind Ebene 0 und führen dann auf die Anlage rauf. Quasi eben ist Übergang auf Ebene 0, dann ist grün auf der Anlage selber auch noch Ebene 0, dann geht es in blau 1, rot 2 und lila 3, also plus 1, plus 2, plus 3 hoch. Und damit fahren wir dann über gute 7 Ebenen die Züge.
Das kann man so sagen. Ne? Das kann man so sagen. Genau, ja, ja, wobei der tiefste Punkt 12 cm über dem Fußboden ist im Schattenbahnhof. Und der höchste Punkt, ja, den haben wir noch gar nicht gebaut, das kann man noch gar nicht so genau sagen. Das werden wir noch herausfinden. Aber so ungefähr 80 cm ist die Anlagenhöhe, plus 27 war geplant. Wir werden ein bisschen drüber hinauslaufen. Warum, kommen wir noch drauf? Also wir haben natürlich schon einen ordentlichen Höhenunterschied, also von 15 cm oder 12 ja, auf 1 Meter, ja, 1,7 Meter, 1,10 Meter ungefähr hoch, ne? Ja, also haben wir gute 90, 95 cm ungefähr, die wir überbrücken. Also tatsächlich Höhenunterschiede, die wir haben, ne? Durch die Gleiswendel. Genau, richtig. Gleiswendel, Abfahrt ist R2, Gleiswendel, Auffahrt ist R4. R2 ist natürlich nicht so schön, man könnte lieber mit R3 bauen, passt bei mir aber nicht in die Abseite, weil wir es auf jeden Zentimeter ausgereizt haben, um die Schattenbahnhofsgleise so lang wie möglich zu machen. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, das kommt noch später. Ja, aber das nur erstmal zur allgemeinen Anlagenerklärung. Und wir wollen eigentlich eine zweigleisige Hauptstrecke darstellen, die getrennt ist voneinander, wo jeweils zwei Zuggarnituren im Blockabstand fahren können. Damit sind vier Züge auf der Hauptstrecke aktiv. Dann haben wir eine Nebenbahnstrecke, die so ein bisschen so ja, Regional- und S-Bahn-Verkehr darstellt und so ein bisschen genau. Zubringerbahn, kann man so sagen. Ne? Das kann man so sagen. Zubringerbahn, sag ich mal, aus einer Lokwerkstatt, aus einem Brauereigleis, Holzverladung und sowas. So alles so ein bisschen so, es kommt da so drüber. Und dann haben wir noch einmal ganz außen so eine ja, Bergbahnstrecke, die viel versteckt ist auf jeden Fall. Und genau, wo wir dann aber auch so ein bisschen Museumszüge ja, fahren lassen, genau, sag ich mal. Bitte. Also historische ja. Züge, das bietet sich an, das ist, glaube ich, ganz malerisch dann. Ja, das ist so quasi der Plan. Das richtig. Ist der Plan. So, das erstmal für die Neueinsteiger von euch, die Neuabonnenten und so, dass ihr mal wisst, was wir überhaupt hier generell vorhaben. Ja, und was noch wichtig ist, ist, also die beiden Hauptstrecken sind einzeln befahrbar, ohne dass da was passieren kann. Dann haben wir die Nebenbahn, also die S-Bahn, Nebenbahn, Schrägstrich, die kann auch ganz normal in ihrem Kreis, sag ich mal, fahren, im Hundeknochenprinzip quasi, ohne dass da irgendwas passiert. Und die Bergbahn hat zwei Kehrschleifen, auf die komme ich nur über die Nebenbahn, auf die Bergbahnstrecke. Das ist halt der Anlagengeometrie, sag ich mal, geschuldet. Aber wir haben da dann die Möglichkeit, sag ich mal, so ein kleiner Museumsdampflok oder so fahren zu lassen. Und das ist schon eine ganz schöne Strecke, die fährt dann halt da oben so ein bisschen lang hinter den Bäumen, durch den Wald und sowas alles. Und da hat man immer einen Betrieb quasi da oben. Ja, ja, das richtig. Das wird schön ja. Beschaulich. Genau, dass man einfach diese Option hat. Ne? Und die Hauptstrecken sind halt die beiden, also die hauptbefahrbaren Strecken. Für uns sind ja ganz klar die beiden Hauptstrecken und die Nebenbahnstrecke mit S-Bahnhof und sowas. Und ja, richtig. Genau. Das ist so das erstmal dazu, ja. Überblick, genau. Genau. Und ansonsten hat man ja nochmal praktisch, ja, so die ganz ausführliche Beschreibung haben wir ja im ersten Video. Ja, genau. Und dann können wir jetzt eigentlich mal den Elefanten im Raum rauslassen. Und zwar den größten Unterschied, den meiner Meinung nach, im Vergleich altem Plan zu neuem Plan, ist ja, wenn wir uns mal die rote Strecke angucken, haben wir ja da doch noch ein paar Meter an Hauptstrecke rausgeholt, oder? Ja, richtig. Weil wir haben natürlich, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, wer das war, auf jeden Fall haben wir noch Hinweise bekommen und sagten auch, Mensch, ist schon schön, aber es ist von der Hauptstrecke gar nicht viel zu sehen. Und das haben wir uns nachher angeguckt und haben gesagt, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Das ja. ist wirklich so. Und dann habe ich davor gesessen, habe gesagt, das muss doch irgendwie möglich sein, da noch die Hauptstrecke quasi verlängern zu lassen. Und ich glaube, bei Neustart auf der Südbahn, und liebe Grüße in die Richtung auf jeden Fall, falls du dieses Video aussiehst, habe ich gesehen, dass er über seinen Hauptbahnhof, bin ich der Meinung auf jeden Fall, dass da... Ich glaube auch, dass da nochmal so eine Strecke... Ja, dass wir es da bei ihm gesehen haben, dass ja. so eine Schnellfahrstrecke nochmal über den Bahnhof rüberging. Und das fanden wir irgendwie voll coole Perspektive. Ja, weil es ja. einfach nochmal eine zusätzliche Ebene im Hauptbahnhof ist. Ja, genau. So, und wie gesagt, wir müssen hier nicht über Realismus sprechen, aber es sieht einfach geil aus. Das gibt es ja auch. Ja. Also das ist ja nicht ja, so, dass es das nicht völlig gibt. Unrealistisch. Ja, ne? Das gibt es jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so heuer, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ne? Ja, aber gut. Ist ja auch eigentlich ja, egal. Also ich sag mal so, man hat es ja so ein bisschen vergleichsweise, beziehungsweise man kann es nicht mit dem Berliner Hauptbahnhof vergleichen, weil da ist die oberste Ebene einfach nochmal ein eigener Bahnhof. Und bei ja. uns ist es ja wirklich so, wenn man sich jetzt mal die rote zweigleisige Strecke anschaut, die jetzt direkt über den Hauptbahnhof führt. Genau. Ich markiere es ja auch nochmal im Video. Da
ist nicht auch noch ein Bahnsteig, weil das ist tatsächlich nochmal wieder ein Paradestrecke. Ja, genau, das ist wirklich eine Paradestrecke. Also wir haben jetzt nicht irgendwie hier vier Bahnhofsebenen oder so, sondern das ist dann wirklich die Hauptstrecke, die über den Hauptbahnhof führt. Und ich glaube, das sieht nachher richtig geil aus. Ja, genau. Und die ist nämlich auch nochmal deutlich länger. Es ist halt auch noch tatsächlich, ist dadurch nochmal ein super, super langes Stück Paradestrecke entstanden. Zwei. Genau, zwei sind nochmal zusätzlich hinzugekommen. Und die Hauptparadestrecke, sage ich mal, oder es ist ja, also die Strecke, wie soll ich es formulieren? Also es ist einfach nochmal unglaublich viel mehr Paradestrecke hinzugekommen. Eigentlich wäre nämlich nur unten das Grüne und der Bahnhof so, wäre so eine relativ lange Paradestrecke und im Berg unten noch so ein bisschen eine halbe Kurve so ungefähr. Aber es wäre relativ kurz gewesen. Ja. Und jetzt ist durch diese neue Bauform einfach so ein unglaublich langes Stück Paradestrecke hinzugekommen, wo man sich denkt, krass. Das ist ja mal irgendwie gefühlt doppelt so lang wie unser grünes Gleis. Vor allen Dingen das Coole ist, wir sitzen ja bei unseren beiden Stühlen davor und auf einmal fahren dir deine Zuggarnituren direkt vor der Nase nochmal richtig über ein langes Brückenstück sozusagen nochmal vor der Nase her. Richtig. Also es ist einfach, Also ihr werdet das Stück auch schon mal gesehen haben jetzt im Bau, weil das habe ich auch bei Fahraufnahmen mal ganz gerne verwendet, weil da kann man sehr schön über die Züge filmen. Das ist natürlich jetzt alles noch Rohbau. Aber dann habt ihr schon mal ungefähr so eine Vorstellung, wie lang dann tatsächlich dieses Stück Paradestrecke ist. So mit leichter Kurve, schön Peko-Betonschwellengleis. Yep. Das macht was her. Sven hat sich gefreut, als er da ganz, ganz viel Peko-Gleis umbauen durfte. Aber das hattet ihr wahrscheinlich schon in vorigen Videos gesehen. Aber ich sag mal so, es hat sich gelohnt. Bitte, bitte, falls hier irgendjemand von Märklin zuhört, ne? Das kann alles nicht so schwer sein. Baut einfach für den Anfang ein Betonschwellen-Flexgleis. Das wird uns Modellbahnern schon so viel helfen. Das wäre eine einzige Gleisentwicklung. Und das könnt ihr dann später, weil die anderen Epochen sterben ja sowieso irgendwann aus, könnt ihr das Gleissystem erweitern. Ich kriege die Krise. Also das hat mich richtig gefallen. Ich verstehe das einfach nicht, weil das K-Gleis ist ja vorhanden als Flexgleis. Genau. So, das ist ja, es für uns Dreileiterfahrer ist das ja in Ordnung. Bloß, die müssten ja nur dieses 90er Flexgleis als Betonschwenkgleis machen. Ja. Also man muss ja nicht alles umstellen, aber das wäre schon mal eine Basis. Das wäre schon mal Weil du kannst im nicht sichtbaren Bereich dann das C-Gleis einsetzen oder wenn du halt irgendwo dann doch mal so eine historische Strecke hast und so, weil das C-Gleis habe ich ja jetzt auch lernen dürfen, kann man ganz geil einschottern tatsächlich. Ja, das ist ganz cool, gut. So, und dann sagt man aber, okay, für so Epoche 5, Epoche 6 Paradestrecken, die halt nicht schnurgerade sind, ja, da kannst du mit Übergangsgleisen arbeiten, von C auf K. Und dann hast du halt dann das geile K-Gleis, das Flexgleis mit Betonschwellen. Oder man macht so wie MA73, also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich. Du flexst halt oder dremelst die ganzen C-Gleise auf und baust aus den C-Gleisen Flexgleise, ne? Ja. Aber das ist auch frickelig, oder? Oh, ja, also, ich meine, Emma hat das mega gut gemacht. Das ist so cool. Auf jeden Fall, also Respekt dafür, das war sicherlich eine Heidenarbeit. Aber dann hast du immer noch keine Betonschwellen. Und das hat mich davon abgehalten, das so zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache mir jetzt die Arbeit, das ist mir egal. Peko-Gleise, das war ja unser Vergleichstestsieger von der Optik her. Und dann halt Weichenwalter, Mittelleiter. Und es ging nachher ja auch. Nach dem zweiten, dritten Meter. Du warst nachher dann ganz gut drin. Und es hat ja auch sofort geklappt, weil dann haben wir die Testfahrten gemacht. Und ich war dann schon darauf eingestellt, so dass ich jetzt hier irgendwie dann filmen darf, wie der ein oder andere Zug dann oder irgendwie anhält oder keine Ahnung, keinen Strom bekommt. Aber wie du das schmeißt. Ja, gefühlt ja. Aber bis auf ein, zwei Stellen, die witzigerweise auf dem C-Gleis waren, mit der 212er, als wir die Testfahrt mit der Kamera gemacht haben, mit dem Kamerawagen, das waren so ein, zwei Stellen. Da haben wir nochmal ein bisschen nur sauber gemacht. Alte Gleise, Kontaktprobleme, einmal ordentlich nochmal drüber gewischt, sage ich mal, die sauber gemacht und dann ging das ohne Probleme. Also, ja. Ja, das stimmt. Feine Sache. Doch, also denke ich auch. Und da haben wir ganz viel gewonnen, weil das diese Paradestrecken jetzt, also gerade wenn ihr jetzt auf den Gleisplan guckt, links diese zwei eng zusammenlaufenden roten Gleise, oben am Bahnhof die beiden roten und die drei grünen auf der unteren Ebene links auch. Das wird alles dann halt, das sind halt alles Peko-Gleise, die wir dann richtig schön einschottern, airbrushen. Die Schienen natürlich auch brunieren und alles Mögliche, also richtig schön rostig machen sozusagen. Ja. So, dass halt ein Teil wirklich als Neubaustrecke zu sehen ist, der andere Teil als Hauptstrecke mit Betonschwenkgleis, aber schon
ein paar Jahre alt, so, ne? Also wir wollen ja unterschiedliche Farben reinbringen, um ein abwechslungsreiches Bild zu schaffen. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Also Landschaftsbau ist ja eh meins, habe ich ja Bock drauf. Und da habe ich auch, ja, genau. Da bist du motiviert. Ja, wenn ich momentan einfach gerade sehe, was Sepp 1:87 macht, da denke ich immer so, oh, ich will auch endlich so weit sein, ich will auch endlich Landschaftsbau machen, ich will auch endlich alles geil farblich gestalten und so. Aber gut, nützt ja nichts. Das soll alles ordentlich werden und man muss sich einfach dann zurückhalten und diese Zeit nehmen und das auch einmal alles so schier machen, auch mit dieser Überplanung. Ja. Und dann sieht die Welt schon anders aus. Und ganz dann ärgert man sich hinterher auch nicht. Nee. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, und das wird trotzdem irgendwas sein, aber das ist halt einfach so. Irgendwas ist immer. Bei so einem Hobby. Es gibt ja auch so eine kleine weitere Neuerung. Ich glaube, die war im alten Plan auch noch nicht drin. Wenn man jetzt nämlich mal, wir sind mal wieder in Dänemark, auf der linken Seite unten. Dänemark hat einen kleinen Bauch bekommen. Ist praktisch schwanger geworden, ja, weil man festgestellt, weil du festgestellt hast, hupsi, irgendwie, ja. Ja, musstest du nochmal zusätzliche Kehrschleife, oder? Wie war das noch? Also, wir haben, also um das zu erklären, im gesamten Gleisplan haben wir eine die Hauptstrecke, die zweigleisige Hauptstrecke. Die hat eine komplette zusätzliche Umfahrung um die ganze Anlage bekommen, damit wir auf noch eine Anlagenebene, also eine höhere Ebene kommen mit der Hauptstrecke. Bei 1,4 bis 1,8% Steigung, um dann den Anschluss zu kriegen, um überhaupt über den Intercity-Bahnhof rüberfahren zu können. Ja. So. Und durch diese große Umfahrung fehlen mir dann, wenn man jetzt überlegt, Gleismittelabstand haben wir, glaube ich, 74 mm, also 15 cm breites Trassenbrett, fehlen mir auf beiden Seiten der Anlage jetzt 15 cm in der Anlagentiefe, weil diese Trasse vorher nicht da war. Ja. Und dadurch, dass ich mit der Nebenbahn aus dem Hauptbahnhof rausfahren möchte und auf die Nebenbahnstrecke in einer Etage höher raufkommen möchte, brauche ich noch diese Kehrtschleife, die war vorher auch eingeplant. Weil jetzt aber diese andere Trasse daneben ist und das alles auf einer Ebene befindet, musste ich jetzt halt dann sagen, okay, nicht schlimm, wir bauen so einen kleinen Bauch da unten ran, in den Weg rein, wir kommen trotzdem, wir haben genug Platz, auch unseren Tisch da aufzuklappen. Ja, das ist halt... Probleme. Also ich verzichte gerne auf ein bisschen Platz dafür, dass ich mehr Anlagenfläche habe, sagen wir es mal so. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dadurch können wir jetzt, haben wir jetzt die, ja, hätte man das gleich gewusst, hätte ich gleich R5, R4 genommen als Umfahrung, aber es ist halt nicht schlimm. Jetzt haben wir da R3 und R2 und haben da ein gerades Stück Gleis zwischengesetzt, damit wir jetzt im R2 nachher nochmal einen normalen R2-Wendel reinsetzen können, sozusagen. Genau. So ist der Plan. Und da fahren ja Kurzzüge hoch, also, ne? Und da können wir dann auch die Steigung, sag ich mal, auf 2,5 oder 2,6% setzen. Das ist kein Problem, weil da sollen auf die Strecke eigentlich keine Intercities hoch und sowas. Also keine richtig Langgüterzüge und sowas. Nee. Ne? Das sind 4-, 5-, 6-teilige Züge und die schaffen dann natürlich auch die Steigung. Ja. Und deswegen dieser Bauch unten, genau. Ja, richtig. So, und dann hatten wir halt in der alten Anlage die Nebenbahn und die Bergbahn selber haben sich gekreuzt auf einer Kreuzungsweiche. So, das war eigentlich ganz cool, aber das hätte im Betrieb dazu führen können, dass eine Kollisionsgefahr, wenn man nicht aufpasst, besteht. Und deswegen sieht man auch, wenn wir jetzt ganz unten links also auch endlich mal anfangen, nach so 20 Minuten gesappelt. Wir haben schon viel erklärt. Weil wir werden jetzt dann, sag ich mal, nicht nochmal wieder Sachen wiederholen, sondern eigentlich nur noch auf die Änderungen ein, die jetzt, richtig, die genau. jetzt neu sind. Ja, das ist ja sowieso klar, genau. So haben wir halt unten links noch im Lila gehalten eine Kehrschleife, damit die Bergstrecke an sich separat läuft und nicht über die rote Strecke zurückgeführt wird. Weil vorher ist Lila auf Rot und von Rot wieder auf Lila gegangen. Und da hatten wir eine Kreuzungsweiche drin. Das hätten wir auch mit einer normalen Weiche lösen können und so. Aber es macht ja keinen Sinn, einen Zug auf 1,50 Meter, da 2 Meter, erstmal wieder 8 cm runterfahren zu lassen und dann auf der anderen Seite der Anlage wieder 8 cm hoch. Ja, also auf der anderen Seite der Platte. Ne? So, macht keinen Sinn. Deswegen haben wir da eine Kehrschleife reingesetzt, die jetzt für uns ein Problem darstellt in der Landschaftsgestaltung. Da mache ich mir aber Hintergedanken drum. Weil erstmal sollen die Züge ordentlich fahren, dann kommt irgendwann ein KSK-System und dann geht es an die Landschaftsgestaltung. Ja, dass wir einfach jetzt da relativ hoch kommen und die Hintergründe sind natürlich ja schon dran. Und dadurch müssen wir ein bisschen tricksen, dass wir die Hintergründe nicht so verdecken. Aber das kriege ich hin.
Ja, also das soll ja auch mal eine Herausforderung bleiben. Ne? Ja, genau. Das sind halt 3-4 Zentimeter, die so ein bisschen jetzt tricky sind, aber das schaffen wir schon. Genau, das hat sich in dem Bereich geändert. Da kommt ja auch unten ganz links ein dänischer Kopfbahnhof hin, ne? Weil wir haben genau, da hat sich im Grunde um nichts geändert. Nee, eigentlich nicht. Da haben wir erstmal 2 Gleise eingezeichnet. Wir gucken uns das von der Landschaftsgestaltung dann an, ob wir sagen, wir machen eventuell noch ein 3. Gleis. Um was stehen lassen zu können oder auch mal oder so ein kleines Gütergleis vielleicht im dänischen Bereich zu haben, wo man mal so Stückgut und sowas noch Verladung machen kann und das so. Das sind ja jetzt auch schon 3 dänische Züge. So, ja. Ne? Also es wird ja wahrscheinlich immer mehr. Vielleicht ein 3. Gleis gar nicht verkehrt, wenn es passt. Ja, wir schauen einfach mal. Richtig, aber ansonsten soll da mehr der Fokus auf Landschaft liegen und nicht so viele Gleise. Also sieht man in dem Dänemark-Bereich eigentlich nur den Kopfbahnhof. Ja. Und mehr nicht. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ja, ne? Genau, das richtig. Wollen wir da jetzt nicht übertreiben, richtig. Weil sonst hast du ja gar keinen Platz mehr für andere Sachen. Nee, genau. Dann hast du da nur Gleise und denkst du, ja, okay, das sieht jetzt gar nicht nach Dänemark aus. Nee, genau. So, weil wir haben da nur wieder Gleise. Also, um das zu erklären, an der Rückwand, also ganz links auf dem Gleisplan gesehen, unten in der Ecke, werden wir so ein paar dänische Stadthäuser bauen. Ja. So als so kleine Reliefgebäude, dass man so so einen schönen Übergang hat zum Hintergrund und dann nach vorne weg wird es immer ländlicher, ein bisschen Wald und dann kommen so vorne an der Anlagenkante, da wo der Bauch ist, habe ich mir überlegt, einfach so 2-3 Ferienhäuser hin, um so eine Ferienhausdiplomatie zu zeigen. Ja, das feiere ich mega. Ne? So, also das ist einfach nur so, ja, weil es cool ist. Das kriegen wir hin und ich möchte das gerne gestalten und mit Sanddünen und sowas da was machen und das bietet sich einfach an auf der Ecke, ja. Genau. Ja, dann gehen wir weiter hoch. Dann sehen wir ja auch schon die Paradestrecke, die rote, wenn man da jetzt lang guckt. Die neue. Die neue, die zusätzlich ist, genau. Darunter läuft direkt, wenn man das weiter verfolgt, dann gehen wir weiter hoch. Dann sind wir da, wo jetzt grüne, blaue, rote und lila Gleise direkt nebeneinander sind. Da unter den roten laufen halt die blauen lang, die jetzt diese Umfahrung, also die extra Umfahrung um die Anlage geltend, weshalb mir natürlich auch 15 cm Tiefe im Bahnhofsbereich fehlen. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, aber ich habe, glaube ich, eine relativ gute Lösung gefunden, da das so umzubauen, dass wir zumindest viele lange Gleise haben und dann halt 2 kürzere Gleise für Regionalexpress und sowas, ne? Genau, das ist dann halt so, genau. Dann haben wir das, sag ich mal, dann geht's oben in die Ecke, oben geht's dann am Fenster in der Mitte oben ganz normal, wie auch vorher, aber diesmal, ich weiß nicht, ob ich im letzten Plan schon 2-gleisig hatte. Ja, das haben wir auch gerade gefragt. Weiß ich nicht genau, also da waren wir erst 1-gleisig und da habe ich überlegt, weißt du was, da kommt eine richtig schöne, geile Stahlträgerbrücke oben lang über die kompletten, was sind das, 1,20 Meter, glaube ich. Und den werde ich 2-gleisig machen, weil da hat man da oben ein Ausweichgleis. Genau. Damit einfach da eine Zuggarnitur stehen kann, die man sich angucken kann, so im Hinterbereich. Und ein anderer Zug kann da vorbeifahren und man kann eine Zugüberholung auch auf der Bergstrecke. Ist auch wieder schön für Filmaufnahmen. Ja, das kommt dazu. Ja, richtig. Bietet sich da auch wieder an, genau. Ja, genau. Mittlerweile sind wir auch dabei, dass wir gesagt haben, wir werden alle Strecken elektrifizieren. Also Oberleitungsmasten setzen und Fahrträder ziehen, damit wir uns nicht irgendwo einschränken, irgendwas nicht fahren zu können. Genau. Das haben wir auch gesagt. Weil dass wir einfach auch überall mit der E-Lok langfahren können. Ja, weil selbst nachher auf der Museumsstrecke ist es vielleicht ganz schön, weil dann kann man auch mal, wenn man mal so ein kleines Krokodil hat, das fahren lassen, was ja auch, sage ich mal, zu so einem Museumszug ganz gut passen würde. Und so hat man einfach alle Optionen offen, dass man die, ich nenne sie mal jetzt mal Museumsstrecke, auch mit allen möglichen befahren kann. Ja, genau. Das haben wir uns auch gedacht. Ja. Das hat sich auch noch geändert mittlerweile, ja. So, und dann gehen wir mal einfach die Bergstrecke weiter rum einfach. Das ist, glaube ich, das einfachste Strecke für Strecke, das zu erklären. Dann sind wir oben rechts in der Ecke vom Gleisplan. Da laufen wir in Richtung Gewässer nach unten einfach runter. Und da hat sich ein bisschen was geändert. Durch diese extra Kehrschleife und die mehreren Trassen, die jetzt da im Berg nachher komplett alle verschwinden, haben wir mit einer lilanen Strecke dann 2 Stumpfgleise quasi gesetzt, wo nachher der Lokschuppen hinkommt, wo ja so ein bisschen so Museumsbahn-Depot ist. Ne? Ja, oder so ein kleiner Minibahn. Ja, so ein kleiner eine Haltestelle einfach für Teilzüge. Genau. Das ist das eine längere Gleis daneben. Und dann kam noch ein Hinweis, als ich den Gleisplan fertig hatte, da doch eine Kehrschleife, also in der Kehrschleife ein 2. Gleis reinzusetzen, um immer oben in der Bergstrecke 2 Züge abwechselnd fahren lassen zu können, automatisiert. So. Und da habe ich gesagt, gut, entweder handgefahren oder automatisiert, ist ein anderes Thema. Aber das ist eine coole Idee. Ich habe geguckt, ob da der Platz vorhanden ist. Ja, und es funktioniert. Im Gleisplan habe ich es hinbekommen. Und deswegen haben wir da im G-Strich, sag ich jetzt mal, wo der Berg nachher, der große Berg bis an die Zimmerdecke geht, haben wir
da dann jetzt auch ein Abstellgleis sozusagen geschaffen, um eine Zugarnitur dahinzustellen und miteinander aus dem Berg rausfahren zu können. Ja. Ja, aber das ist der Hintergedanke. Wir wollen ja immer Verwirrung stiften, indem Züge irgendwo reinfahren, aber andersrum, wo wir rauskommen. Und es soll eigentlich nicht nachvollzogen werden können. Aber bei uns ist es was anderes, weil wir sie ständig fahren. Aber für den Betrachter, der dann unsere Anlage besuchen kommt oder uns hier besuchen kommt und uns guckt, soll eigentlich nicht nachvollziehen können, wo der Zug eigentlich langfährt und wie der Streckenverlauf ist. Also die Züge tauchen irgendwo in der Landschaft auf, sind dann wieder weg, außer natürlich im Bahnhofsbereich, weil der relativ lang gezogen ist. Genau. Ja, genau. Ja, so, das ist einmal dazu. Dann gibt es noch so ein kleines Holzverladegleis. Das ist dann über der Kehrschleife links, wo so ein kleiner Holzverladeplatz kommt und so. Und dann haben wir schön viele Brücken über einen Fluss, wo man dann gucken muss, wie wir es gestalten, ob wir wirklich jedes Gleis dann mit einer Brücke ausstatten oder nicht. Weil da soll so ein bisschen so Binnenschifffahrt dargestellt werden, um dann ins Hafenbecken zu kommen. Aber da gibt es ein paar Überlegungen, da haben wir schon ein paar Brücken und habe schon ein paar Sachen, wie wir es machen wollen, als Ideen. Genau. Und genau. Weil so, da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Weil der Plan war ja auch letztes Mal schon so, dass wir dann da, also möglicherweise mehrere Brücken am Start haben. Richtig, genau. Wenn man jetzt aber guckt zum Beispiel, dann haben wir, wenn man jetzt anfängt, unten rechts in der Ecke, das weiße Gleis sieht man nachher nicht, das ist weg. Die beiden blauen sind weg, die sieht man nicht. Die drei roten wird man sehen, das lilane, also da sind vier Trassen schön übereinander und nebeneinander, übereinander und sowas. Ja. Und im vorderen Bereich ist es dann auch das lilane, also das lilane Gleis. Die blauen sind wieder weg, grün auch. Und dann sind da drei rote nebeneinander, wo man immer so schön mit Gittermastenbrücken so arbeiten kann. Wie sag ich mal, ja, in Köln zum Beispiel, und da fährt diese ganzen, genau. Ich fände das in Hamburg genauso, wo dann drei, vier Gleise nebeneinander sind und da so schöne Brücken sind. Das darf, muss aber von der Landschaft aufgefangen werden, damit es nicht überladen wird. Genau. Und deswegen machen wir das nachher in einer Landschaftsgestaltung, halten wir es individuell, ob wir sagen, okay, jedes Gleis kriegt eine Brücke oder wir verstecken noch ein Gleis. Da schauen wir mal. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, ja, mal kurz überlegen, was macht jetzt am meisten Sinn erstmal? Ja, die Frage ist ja, es hat sich ja also gar nicht mehr ganz so viel geändert. Du hast natürlich nochmal, glaube ich, hinten, oder gab es die Umfahrung schon vorher, hinter dem Bahnhof? Nee, ne? Die ist auch nochmal neu. Also wir springen jetzt doch so ein bisschen hin und her, aber das ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Nee, das kann man verfolgen, glaube ich. Also du meinst den S-Bahnhof? Ja, den S-Bahnhof gab es ja vorher schon. Ja, wir hatten dann nochmal irgendwie, wobei das Umfahrungsgleis hinten, hinter dem Bahnhof. Das, genau richtig, also die blaue Ebene, sag ich mal, genau, die hellblaue, diese blaue, schraffierte, richtig. Und die ist hinten, also Richtung Fenster, da wo dieser Ausschnitt ist, wo die beiden zwei lilanen Gleise sind, da sieht man halt, dass die versteckt ist und dadurch haben wir halt, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, 15 cm weniger tief in der Platte. Genau. Aber das haben wir soweit aufgedröselt und haben uns auch richtig die Bahnsteigbreiten jetzt genommen und haben versucht, das richtig hinzukriegen und um auch da schöne, ich kann es schon voraus teasern, von Sven, schöne, von der 3D-Modell, wie heißen die jetzt noch genau? Manufaktur? Ja, Manufaktur, genau, ja, 3D-Druckmanufaktur, jetzt habe ich den Namen wieder, ja, von Emma und von Sven, da werden schöne Bahnsteige hinkommen, da haben wir die Maße schon, die haben wir jetzt damit eingeplant und dann habe ich halt festgestellt, dass es doch passt, wenn man die Gleise ein bisschen enger zusammenlegt, was ja auch realistisch ist, dass wir ein Durchfahrtsgleis haben. Für Güterzüge. Dass man halt das darstellen kann, dass ein Durchfahrtszug ist oder Sonderzüge oder sonstiges, weil das ist halt schon eine coole Sache irgendwie. Ja. Ne? Bei der Bahnhofsgröße hat man das, denke ich, auch und ja, richtig. So, dann haben wir den Regionalbahnhof, der neben dem Intercity-Bahnhof ist in Blau, haben wir noch aufgeteilt, dass da die Bahnsteige zwischen können, haben das genau angepasst und sowas. Ja, und dann auf der anderen Seite zum Fenster hin haben wir noch zwei Stumpfgleise hinzugefügt, wo nachher mal eine 218 als Reservelok stehen kann und sowas alles. Ne? So ist der Plan eigentlich. Richtig, genau. Ja, genau. Und wenn man sich jetzt den Bahnhof anguckt, dann werden wahrscheinlich die Bogenstücke doch sichtbar sein. Und der Bogen, die Bögen gefallen uns nicht ganz so. Es ist zwar R3 zum Teil, aber wir müssen mal gucken, wie wir das nachher ein bisschen kaschieren, weil wir müssen da jetzt, weil uns 15 cm fehlen in der Anlagentiefe, im Schenkel, müssen wir ein bisschen ja, früher einknicken quasi. Und das Gleisvorfeld ist dann halt schon fast im rechten Winkel vorgezogen. Aber wir haben uns gesagt, wir möchten gerne den Bereich sichtbar haben, das hatten wir vorher auch nicht, damit wir, wenn wir in den Hauptbahnhof einfahren, ein Gleisvorfeld haben, wo wir alles von links nach rechts über alle Gleise fahren können, egal ob Regionalbahnhof, Nebenbahnstrecke, Hauptbahn, also wir kommen überall hin. Ja. Und die rechte Seite vom Intercity-Bahnhof, da sind so gut wie keine Weichen, damit es zu keinen Kollisionen und so führen kann. Ja. Was Sinn macht. Was? Weil wir haben ja schon festgestellt, so selbst jetzt beim
U-Bau muss man schon immer ein bisschen aufpassen, ja. Weil, ja. Es kann passieren. Kann mal was passieren. Richtig, genau. Das ist einfach so der Hintergedanke, dass man halt alle Gleiswechsel im sichtbaren Bereich des Bahnhofes oder auf der grünen Paradestrecke hat und sonst nirgendwo. Das war der Hintergedanke, damit man es beim Fahren, wir fahren ja digital, aber ja analog sozusagen, ohne... Also wir fahren digital, aber manuell. Ja, manuell, danke. Ne? Genau. So, kein Problem. Richtig, genau, so. Und zum größten Teil, außer dass wir Blockabschnitte haben, natürlich, ne, zur Sicherheit. Ja, ist eine Herausforderung, weil ich glaube, normalerweise fährt man so eine komplexe Anlage wahrscheinlich schon automatisiert, aber wir probieren das mal so. Ja, genau. Da muss man halt immer konzentriert dabei sein und dann... Ja. Aber das schaffen wir. Ja, das funktioniert jetzt ja auch. Und genau, wir haben jetzt auch überlegt, also wir werden auf jeden Fall den Intercity-Bahnhof digitalisieren, so dass wir wirklich auf dem iPad nachher die Weichen schalten mit Rail Control Pro. Das funktioniert recht gut, haben wir getestet. Und da werden wir uns auf Stellpult tatsächlich ein Tablet stellen, um individuelles anpassen zu können. Das ist auch eine Neuerung zu vorher, weil ursprünglich war das mit tatsächlich Schaltern so richtig schön geplant. Oldschool, ne? Ja, genau. Und ja, das kriegen wir aber hin und das werden wir digitalisieren, sodass man auch sieht, welches Gleis wirklich geschaltet ist, die Fahrstraßen deutlich zu erkennen sind und sowas. Das ist ganz wichtig. Ich muss sagen, das Fahrpult sieht nachher schon aus wie so eine kleine Kommandozentrale. Ja, ist es jetzt schon. 2 CS3 Plus, dann noch mehrere Tablets, weil ja auch das... die Schiebebühne wird ja auch nachher mit Touchscreen gesteuert. Ja, richtig. Da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Also das wird schon, sieht jetzt schon wie eine Kommandozentrale aus und ich glaube, es wird noch kommandozentraliger in der Zukunft. Richtig, genau. Und ansonsten sind die größte Änderung ist halt diese wirkliche komplette zusätzliche Umfahrung, weshalb wir 2 schöne Paradestrecken dazu bekommen und ein tolles Brückendiorama in dem Sinne schaffen, welches über den Intercity-Bahnhof rübergeht. Ja. Ja. Und dahinterliegend ist eine ältere Strecke, wo dann die S-Bahn eingebunden ist. Und die S-Bahn selber kann auch umfahren, also der S-Bahnhof selber kann auch noch umfahren werden, weil wir wollen ja möglichst viele Gleise auch als Abstellmöglichkeit nutzen, sodass mal 2 Züge stehen können, trotzdem kann ein Güterzug überholen und Güterzug soll nicht durch den S-Bahnhof fahren. Nee. Das hatten wir beim alten Gleisplan tatsächlich auch schon. Das haben wir auch schon eingeplant. Das hat sich dann auch nicht großartig geändert. Nee, genau. Richtig. Nur, dass wir es ein bisschen schräger gesetzt haben. Und was wir uns jetzt fragen ist, soll dieser S-Bahnhof genau parallel zur Paradestrecke, Intercity-Strecke laufen oder kann der gern ein bisschen versetzt sein, ein bisschen anders. Das soll nicht zu viel werden, das soll sich auch im rechten Bahnhofsbereich befinden, damit nicht der ganze Bahnhof nachher verdeckt ist. Ne? Richtig. Das müssen wir auch so ein bisschen ausprobieren, wie es nachher am schönsten aussieht. Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall, dass dann ein gewisser Abstand zwischen ist, dass es nachher nicht aussieht wie so eine viergleisige Strecke. Ja. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich denke mal, das wird klappen. Wenn man jetzt, sag ich mal, unserem Fahrpult steht und zum Fenster guckt, dann ist das vordere Hauptgleis das Gleis, was auch immer das Nebengleis hat, also das Durchfahrtsgleis durch den Intercity-Bahnhof. Ja. Und das andere, auch damit es zu keinen Kollisionen kommen kann, hat den Vorteil halt leider nicht. Also da fahren dann beim hinteren, also beim zweiten Intercity-Gleis oder Hauptgleis so, nicht Intercity, aber durch den Intercity-Bahnhof, da fahren dann halt die Güterzüge auch am Bahnsteig lang. Ja. Und wir wollten eigentlich beides. Und so ist es halt ganz klar, ein Güterzug auf dem Einkreis fährt immer schön durch das Mittelgleis, durchs Ausweichgleis sozusagen. Ne? Genau, und die andere Seite halt an einem Bahnsteig vorbei. Und so, ja, wie du schon sagtest, deckt man beides ab, kann beides mal schön auch visuell einfangen, für YouTube zum Beispiel oder für Instagram. Einfach mal einen Güterzug im Bahnhof stehen lassen, im Mittelgleis, was auch cool ist. Ja. Gibt es ja auch tatsächlich, ne? Aber ja, dass man viele verschiedene Fahrszenen darstellen kann. Und dann ist, sag ich mal, die Hauptänderung noch, wenn man jetzt den Bahnhof sich anguckt, links zur linken Anlagenseite rüber, da haben wir ein paar Weichenstraßen eingebaut, um wirklich von der Nebenbahn über beide Hauptbahnstrecken immer hin und her individuell switchen zu können, damit wir in alle Gleise kommen. Ja. Und im Endeffekt ist die Gleisschaltung aber auch so möglich, dass ein Zug im Hauptkreis 1 fährt, dann automatisch in den Hauptkreis 2 fährt, dann in die Nebenbahn, dann durch die Bergbahnstrecke zurück, durch die Kehrschleife und durch alle Gleise wieder zurückfährt. Und wenn man dann noch den Schattenbahnhof reinschaltet, dann fährt der Zug durch die Schattenbahnhofsgleise und fährt immer durch die ganze Anlage. Warum machen wir das? Damit im Bau immer ein Zug alle Strecken mal befahren kann und auch der Reinigungszug. Den wir auch noch zeigen werden. Richtig, oder vielleicht schon gezeigt haben, das weiß ich jetzt noch gar nicht so genau. Nee, mal abwarten. Wahrscheinlich jetzt noch zeigen werden, aber genau, damit der halt einfach alles ohne Probleme abfahren kann. Und das natürlich auch schön ist, dass man da wirklich eine sehr, sehr lange Fahrstrecke hat.
Also wir hatten jetzt letztens mal meine BR24 mit dem Umbauwagen fahren lassen und das ist ja eine kleinere Dampflok, die fährt nicht so schnell und ich glaube, die bin ich so mit 55 km/h gefahren laut Central Station und habe dann einfach mal so einen Timer gestellt, weil ich dachte, okay, der Zug fährt jetzt so eher so ein bisschen gemächlicher, also nicht super langsam, aber jetzt auch nicht so hochgeschwindigkeitsmäßig. Und der Zug war so knapp über 5 Minuten unterwegs. Ja. Und das ist schon mal eine Hausnummer, sag ich mal. Das war jetzt nur die Hauptstrecke, weil die Nebenbahnen ja noch gar nicht am Start sind. Das heißt also da, wenn man jetzt nicht Vollgas gibt, ist der Zug schon eine Weile unterwegs, was halt echt schön ist. Und da, sage ich mal, lohnt sich halt der ganze, oder hat sich der ganze Spaß auf jeden Fall gelohnt. Ja, auf jeden so Fall. Viel, man auf hat also erstmal deutlich mehr Paradestrecke, deutlich mehr coole Paradestrecke. Plus halt auch noch, ja, einfach eine längere Fahrzeit. Ja. So. Und das ist halt, das war eine gute Idee. Ja, ich glaube auch. Also das war, das kam auch irgendwie geschossen durch Hinweise und sowas und dann kam mir die Idee. Aber auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diese ganze Anteilnahme am Gleisplan, würde ich mal nennen. Ja. Weil das hat das wirklich nochmal Ideen gegeben, wo man sagt, okay, da gucken wir nochmal. Und wie gesagt, bei Instagram habe ich es schon gepostet und es kamen die ein oder anderen Kommentare, dass das viel zu überladen ist. Aber ich kann euch eins versprechen. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Und mit der Landschaftsgestaltung werden wir das hinbekommen, dass es funktioniert, viele Züge sehen zu können, viele unterschiedliche Fahrtrichtungen zu haben und von der Landschaft her das so zu haben, dass für jeden ein Anlagenteil dabei ist. Richtig. Und dass es halt wirklich gar nicht, auch nicht überladen wirken wird. Ja. Also ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, ja, klar, was der eine jetzt als überladen empfindet und was nicht. Aber ich glaube, so, das ist nachher so ein guter Mittelwert, dass nicht zu wenig Gleise zu sehen sind oder zu wenig Züge zu sehen sind, aber auch nicht zu viele. Genau. Richtig. Und wir haben nachher insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, was wir jetzt gezählt haben, auf der Anlage selber, ohne den Fahrbetrieb auf allen vier Kreisen, nenne ich es jetzt einfach mal so, einzuschränken, haben wir nachher, glaube ich, 13 oder 14 Abstellmöglichkeiten für Zuggarnituren. So. Das kommt hin, ja. Das haben wir irgendwie 13 oder 14 waren. Das der Schattenbahnhof ist ja auch schon sonst dann auch, also wenn man jetzt nichts auf der Anlage hat, ist der Schattenbahnhof auch schon voll. Ja, das ist nicht nur der. Ja, stimmt. Das Regal eigentlich auch. Ja, richtig. Es kam ja doch irgendwie mehr dazu, wie geplant. Aber genau, dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen wird der Schattenbahnhof noch ein bisschen angepasst und umgebaut. Da haben wir schon Ideen. Die hatte ich eigentlich für viel später, also das ist vorgesehen gewesen, aber eigentlich für viel später. Und das nützt nichts, da gehen wir jetzt schon mit bei, weil ich möchte zum Anlagen bauen, möchte ich gerne immer die Anlage leer haben, keinen Zug auf Anlage haben, damit die nicht vollstauben, kaputt gehen und so. Also aber auch keinen Bock, immer alles abzugleisen. Und das daher, sowieso nicht, da bin ich auch echt faul, was das angeht. Ja. Weil dann kuppelst du Wagen wieder anders, dann entgleisen die wieder, dann kuppt. Nee, das ist schon. Ja, da gab es auch nochmal so die eine oder andere kleine Herausforderung, was so Kupplungen angeht, aber das. Ja, da können wir mal drauf eingehen. Der Tipp wurde uns nämlich auch gegeben, zu achten. S-Kurven, enge Weichenstraßen und sowas. Wir haben jetzt relativ wenig, mit wenig schlanken Weichen gearbeitet, hauptsächlich mit Normalweichen, weil wir einfach, das passte einfach nicht anders von der Anlagenfläche her. Ja. Haben aber vieles ausprobiert und ich habe auch einen Tipp bekommen. Ich habe mir von Jägerndorfer noch eine Zuggarnitur geholt. Wir haben jetzt Rocco, wir haben Pico, Merklinia sowieso. Ja, also damit sind wir fast so, dass wir sagen, ja, wir haben eigentlich alles da, um Sachen zu testen. Ja, genau. Ob es da wirklich Probleme bei irgendwelchen Herstellern gibt, das ist ja auch immer von Baureihe zu Baureihe unterschiedlich und von Typ zu Typ und so, na, ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen haben wir da wirklich jetzt alles an Rollen, also viele Sachen an Rollmaterial da, um auch alles ausgiebig zu testen, bevor wir mit dem Landschaftsbau anfangen. Weil bis dahin können wir alles noch ändern. Richtig. Ja. Nachher kommst du nicht mehr so gut ran. Richtig, genau. Ja, mehr Änderungen. Ich sag mal, den Rest sieht man, wenn man die beiden Gleispläne nebeneinander hält. Du kannst ja beide auch einblenden. Das kann ich machen. Einfach mal so nacheinander, dass man einfach den Unterschied sieht. Und hier haben wir jetzt wirklich auf die Maße geachtet. Vorher war das so ein sinnbildlicher Gleisplan. Hier haben wir wirklich auf Maße geachtet, Anschlüsse und sowas. Und ja. Trotzdem, bei dem Programm selber ist es recht schwierig, weil mir ab und zu mal 1 Millimeter gefehlt haben, um Gleis zu verbinden. Und in Wirklichkeit ist es so, dass das C-Gleis das locker wegschleicht, wegsteckt. Also, dass man es trotzdem kuppeln, stecken kann und dass es funktioniert. Aber gut, das ist halt anders. Ja, das war ja so ein bisschen tricky, weil du konntest ja, glaube ich, kein Peco-Gleis verwenden. Nee, das oder nicht. Da habe ich ja K-Gleis. K-Flex-Gleis genommen. Da man hier so ein bisschen jetzt herum improvisiert. Genau, aber bisher, sage ich mal, was die Hauptstrecke angeht, das habt ihr ja schon auch in den vorigen Folgen gesehen, das passt alles. Also es funktioniert. Es funktioniert, definitiv. Ja, genau. Und ich denke mal, das wird in Herrn Winter der Nebenbahnstrecke nicht anders sein.
Von daher sind wir mal gespannt, was noch alles so passiert. Ja, und wir behalten uns natürlich vor, wenn es dann... Änderungen vorzunehmen. Also ja, auch genau, falls also das auch gerade jetzt... Genau, weil das ist ja das, was ich gerade so toll finde, so ein bisschen Freestyle-mäßig, so wie Freestyle-MOBA. Liebe Grüße an dich in dieser Richtung, an dieser Stelle. Dass man da wirklich individuell drauf eingehen kann. Genau. Ne? Ja. Und ich glaube, dann ist auch eigentlich alles gesagt soweit. Wir haben natürlich im rechten Bereich noch zwei Hafengleise. Das ist auch selbsterklärend. Das Wasser ist aber im Grunde aber auch genauso wie vorher, ne? Ich glaube, da hat es. Da war es ein bisschen anders, aber ja, es ist auch da geblieben bei. Und ja, und wir haben, was wir machen mussten, das haben wir aber auch im extra Video Kehrschleife schon erklärt, deswegen gehe ich da gar nicht viel weiter drauf ein. Ich hatte einen Gedankenfehler. Also durch diese extra Umfahrung fehlt mir eine Möglichkeit, die Züge zu drehen. Und deswegen haben wir im linken Anlagenschenkel auf der linken Seite neben der grünen Paradestrecke haben wir noch eine Kehrschleife eingebaut, dass wenn Züge aus dem Schattenbahnhof kommen, direkt drehen können, um in das, sag ich mal, wieder rechte Gleis richtig reinzukommen. Um ja. dann auch wieder in den Schattenbahnhof fahren zu können. Richtig. Hier das empfehle ich auch das Kehrschleifen-Video. Also damit sind wir gerade super gemacht. Da könnt ihr die auch nochmal in Aktion sehen. Also jetzt, ja. wo man sie auch noch sehen kann, bevor der Geländebau irgendwann losgeht. Genau. Und das hat auch sehr gut funktioniert und ja, hat sich bewährt, die Kehrschleife. Ja, guck mal. Ich, also bis jetzt würde ich auch sagen, hat es funktioniert. Wir sind auch am Überlegen, ob wir noch eine zweite Kehrschleife einbauen auf der anderen Seite. Aber wahrscheinlich braucht man es nicht und wir gucken mal. Wir machen es mal immer weiter Fahrttests beim Bau und testen, testen, testen und werden den Gleisplan jetzt immer mit aktualisieren und dann. Genau, vielleicht gibt es immer nochmal ein Update. Wenn sich da dann nochmal viel ändern, so viel wird sich wahrscheinlich nicht, aber wenn so Kleinigkeiten ändern, dann können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen. Richtig, denke ich auch. In gewohnt kurzer und knapper Form. Ja, und nicht so lang ausgedehnt wie jetzt wieder. Ja, aber es war auch ein großes Update. Ja, gut, aber es war auch viele, viele Inspirationen, die wir bekommen haben. Wir haben viele Sachen geändert und diese wirklich zusätzliche Kehrschleife mit den Haupt-, also mit wirklich zwei tollen, also guck mal, allein die obere Strecke sind über 5 Meter reine Paradestrecke. Ja. Und die untere sind nochmal 3, so oder 2,5, was das sind, und oben sind 1, 2, ja, das ungefähr. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon nicht schlecht. Muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich toll und ja, das hat sämtliches rausgerissen und die Bauchschmerzen, die man vorher hatte, wo man sagte, oh, ist das wirklich jetzt so okay, kann man es auch anders machen und, ist jetzt okay. Ja. Ja, deswegen. Jetzt mittlerweile würde ich die Grundform der Anlage anders wählen, muss man tatsächlich sagen. Da würde ich oben links die Ecke freilassen am Fenster und den Bahnhof längs ziehen hier. Ja. Das im Bogen machen, so dass man auf der rückwärtigen Seite also mehr Anlagentiefe hat und so. Aber das entsteht im Bau immer. Also es gibt immer Sachen, die man dann anders machen würde. Und ja, fertig wird man sowieso nie. Und Änderungen kommen vielleicht immer irgendwann. Aber mal gucken. Also das bis jetzt passt das so. Ja, das denke ich auch. Und dann würde ich auch sagen, sind wir am Ende, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ja, gut. Schon wieder ein bisschen lang geworden. Wir wollten uns extra zusammenreißen und haben gesagt, nicht länger als 20 Minuten. Ja, das funktioniert nicht. Aber das ist gut. Nee. Also ich glaube, letztes Mal haben wir gesagt, nicht länger als 40 Minuten. Sind, glaube ich, gefühlte, ich weiß gar nicht, wie lange das alte Video war. Stunde 15 oder Stunde 10? Es war, glaube ich, schon echt lang. Also wir haben uns diesmal schon, glaube ich, ein bisschen kürzer gehalten. Ja. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja, genau. Aber ist ja aber auch nur für die Leute, die es interessiert. Genau. Und die anderen, ne, könnt ihr wegschalten und warten aufs nächste Video. Im besten Fall. Alles klar. Dann vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir haben uns richtig gefreut über die ganze Anteilnahme und die ganzen Kommentare, Videos, ja, alles, was wir bekommen haben. Beispielbilder. Wir haben sogar für Kehrschleifen haben wir sogar Pläne gekriegt mit den ganzen Gleisen und sowas. Also was ja, man das nehmen heißt kann also so. Weiterhin gern, wenn ihr auch... Modellbahnfreund Osthessen, da muss ich wirklich nennen. Vielen, vielen Dank an deine Hilfe auf jeden Fall. Hat es einfacher gemacht. Ja. Das ist schön. Ansonsten, wie gesagt, ist das auch alles noch im Werden. Das heißt, alles ja, eine fließende Geschichte. Das heißt, wenn ihr weitere Verbesserungsvorschläge habt oder Hinweise, haut ihr immer gerne raus in die Kommentare, per E-Mail. Wir haben immer noch keinen Anlagennamen. Nö. Das ist noch das eine, ist eine gute Idee. Ja. Also, wer jetzt noch dabei ist und noch nicht eingeschlafen ist, der darf gerne noch Vorschläge machen für einen Anlagennamen. Und, ja. Ja, ich würde sagen, also keine Fantasien, also Fantasienamen können schon sein, aber irgendwas... Was Seriöses. Ja, was Seriöses, also was so ein bisschen nach Süddeutschland vielleicht passt. Ja. Fürs Gebirge, so sag ich mal, süddeutsche Region wollten wir eigentlich abbilden. Genau. Ne? Ja. So irgendwie, wir brauchen irgendwie einen Namen für die Anlage. Ja. Und wir sind da irgendwie ideenlos. Ja, irgendwie haben wir uns da noch gar keine... Es kam mal eine coole Idee mit Zagertal. Ja. Also mein Nachnamen und dann Tal und so, das fand ich schon ziemlich cool. Aber... Sagen wir, es ist noch der Arbeitstitel.
Ja, das ist noch, genau. Das, das also, heißt, da kann man nochmal dran. Aber also, wir können es erstmal Zagatal nennen, aber wir sind noch offen für neue Vorschläge. Nee, also ich, das gefällt mir mit Nachnamen nicht. Also das ist, ist schon cool, aber irgendwie auch, ich weiß nicht. Zagital. Nee. Ja, richtig, genau. Also wie gesagt, da sind wir noch auf jeden Fall für Vorschläge offen. Vielleicht habt ihr eine coole Region in Süddeutschland, gerade die, die aus Süddeutschland kommen oder so, die da vor Ort sich mehr auskennen, einen tollen Namen oder so, wo es auch ein bisschen zu passt. Ja. Und genau. Dann... Seid kreativ. Weil unser Bahnhof braucht ja auch einen Namen. Der braucht, naja, also das auch so. Die Haltestelle braucht noch einen Namen. Ja, der dänische Bahnhof braucht, also da gibt es doch so, also was ja. Namen angeht, da brauchen wir Hilfe. Einiges vor uns, da brauchen wir wirklich Hilfe. Also wenn ihr da Vorschläge oder Ideen habt, haut die gerne raus. Ja, so, jetzt hören wir aber wirklich auf. Ja, jetzt ist Schluss. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da. Wenn nicht, auch. Das ist auch völlig okay. Ja, wenn gesagt. Ihr Verbesserungsvorschläge habt zum Gleisplan und so, auch wieder raus damit auf jeden Fall. Wir freuen uns drüber. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn das auch. Ihr weitere Sachen nicht verpassen wollt, gerne Abo und Glocke aktivieren. Das kennt ihr schon. Genau. Genau. Richtig. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.